Was geht ab, meine kleinen Rats? Hier ist Raim, ihr habt richtig gehört, hier ist Raim und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf der ganzen Welt und im ganzen Universum gibt. Leute, ja, die letzten Tage waren ein bisschen weniger los. Das liegt einfach daran, dass bei mir mehr los war und dafür dann für euch weniger. Also war echt viel los, wir waren in Berlin einige Tage, lalala, der Mops und ich übrigens. Aber ich habe gesehen, hier ist einiges rausgekommen. Bowser, ne? Hier auch gerade aktuell mit den Trends, mit einem Track namens Weiß noch nicht wie. Ich weiß es auch nicht, aber wir gucken mal rein. Ich mit meiner vermeintlichen Expertise leihe euch meine Ohren und wir gucken mal, was wir hier besonders raushören können in der Produktion von Reezy, The Crates und Bowser himself, der selber auch ein sehr guter Produzent ist. Das weiß ich schon seit Seelenmanöver. Ja, das war seine erste EP, ja, oder Album. Also da fand ich auch sehr geil. Da hatte niemand auf dem Schirm gehabt. Ultra lange her. Fand ich echt, echt geil. Also kann ich mich auch noch dran erinnern, wie ich es damals Dana gezeigt habe und meinte, ey, hör dir mal an, das ist echt cool, was er macht. Da war er noch bei mit Capo unterwegs, dem kleinen Bruder von Hafti. Aber jetzt eben, weiß man ja, die große Nummer. Hören wir mal rein. Warte mal, hier, erstmal umschalten. Da, so, jetzt. Ich würde gerne aufhören, Scheiß zu nehmen. Ich hab mir beim Videodreh die Hand verletzt. Deswegen konnten wir nicht fertig drehen. Und mich drauf konzentrieren, wie es weitergeht. Damit ihr den Song trotzdem bekommt, haben wir spontan ein neues Video gedreht. Ich würde mich gerne sehr gesund ernähren. Viel Spaß damit. Scheiße. Gute Besserung, Bowser. Das ist so etwas, hätte ich auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Handverletzung geht gar nicht, Alter. Hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Also gute Besserung hier draus. Und aus meinen Fehlern lernen. Doch ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Hier hört man parallel den Originalbeat und das von seinem Soundcheck. Sehr, sehr lustiger Effekt. Es klappt irgendwie besser später als nie, doch ich weiß noch nicht wie. Yeah. Ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie. Wow. Ich will witzig, da ist das Nelly-Sample drin zu hören von dieses, wie heißt das nochmal? Baby, I need you. Dilemma ist schon wieder drin, ne? Wo waren das letztens nochmal? Ich weiß nicht mehr. Das war aber bei einem K-Pop-Song. Bei dem K-Pop-Song war das. Da haben wir das letztens auch drin gehabt. Dilemma von Nelly mit Kelly Rowland, genau. Dana sitzt hinten. Und ja, da war hier ganz kurz mal zwischendrin zu hören, auch wieder ein kleiner Hint, dass wir uns gerade wieder auf dem Weg zurück befinden in die 2000er, ne? War so die Zeit ungefähr, oder? Was? Ja, ja 2000, ja. 2000 irgendwas, vielleicht 3? Ja, so, ja, ebenso. Zwischen 2000 und 2005. Aber das ist ja das, wo der Trend gerade hingeht, falls es irgendjemand verschlafen hat. Shindy hat das natürlich schon gemacht mit Nautilus auf eine, meiner Meinung nach, nicht geschickte Art und Weise. Aber die Jungs von hier eben Rin, mit dem Song Vintage, eben auch co-produziert mit Reezy und Nintendo und genau. Das war auf jeden Fall so eine Nummer, die haben das richtig geil gemacht letzte Woche. Ja, aber hier, genau, ich versuche mal das Sample hier nochmal rauszuholen. Ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie. Da. Ich will nicht mehr ziehen, ich muss weg aus Berlin, doch ich weiß noch nicht wie. Nach einer Braut im weißen Kleid. Das klingt tatsächlich, erinnert mich das schon stark an die alten Beats von Bowser auf Seelenmanöver, muss ich sagen, weil er dann immer so harte immer ein Part sehr hart hatte mit coolen, fetten Drums und dann sich so aufgelöst hat in genau diesen Synthesizer-Pad. Mit diesen Chords auch, also sehr klassisch. Ich such nach einer. Na, klar, also einige seiner Produktionen, auch der neueren Sachen, klingen auch so, aber das hat er damals schon gemacht. Das ist sehr, sehr cool. Braut im weißen Kleid.
nicht nur wegen Autos bei mir bleibt. Lustig hier mit diesem wummernden Basslauf, der im Hintergrund noch die ganze Zeit ist. Und die Percussion, die wirklich so einen kompletten High-Cut fast bekommen hat und dann einfach nur wie so ein Zug leicht unten da mitspielt, bringt da trotzdem Tempo rein, aber ohne zu viel zu stressen, dass man sich dazu bewegen muss. Deswegen sehr, sehr nice. Geil. Ich denke. Na, und dann hier so ein kleiner Übergangssound in den nächsten Part. Hat fast was Menschliches, als ob da so ein. Also, ne, irgendein Vocal-Ding reingesetzt wurde. Ich denke rüber nach Ausland zu ziehen. Sehr, sehr viele so Cymbal-Sounds, also Becken-Sounds drin, finde ich, die so ein bisschen ja immer wieder irgendwo platziert werden im Stereo-Bild beziehungsweise Feld, was wir hier hören. Auch diese so eine Resonanzmodulation auf die. Aber mit dieser Modulation, Resonanzmodulation und dann aber noch eine Pitch-Modulation. Also wird da einiges rumgespielt mit den Sounds tatsächlich, was dann halt den Effort, den Aufwand zeigt, den man da wirklich betrieben hat im Sounddesign. Also sehr coole kleine Detail-Gimmicks und Kniffe, die halt dann so ein Beat dann doch schon mal irgendwie anders machen. Also sehr nice. Und nicht nach West-Berlin. Ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie, nein, ich weiß noch nicht wie. Nice. Ich weiß noch nicht wie, weiß noch nicht wie. Yeah. Politik, Rosenkrieg, Baby. Ach so, er hat die ganze Zeit die GoPro auf dem Schirm. Deswegen die Perspektive, ja klar, hätte ich mir auch denken können. Ja, gut. Ja, witzig, lustige neue Version. Fick mein Kopf, ja. Auch geil beim Soundcheck einfach eine Shisha zu haben. Wieso haben wir das früher nicht gemacht? Geil. Sieb tief auf Kokain getestet, weil ich rotz. Ja. Irgendwann wird alles besser, glaub mir, mein Schatz. Irgendwann hör ich auf mit den Faxen. Doch ich weiß noch nicht wie. Ich weiß noch nicht wie. Boah, wenn ich das sehe, die ganze Bedarf, das würde mich ja so abfacken, wenn das bei mir wäre. Hier ein gediegener C-Part irgendwie, ne? Also der dann wirklich so ein bisschen harmonisch sich dann nur orientiert und auflöst, ohne irgendwie viel Percussion und Drums drin zu haben, auch schön. Alles besser, glaub mir, Mensch. Auch wieder hat, finde ich wieder, es erinnert mich alles gerade sehr an Seelenmanöver, so von den Sounds, die hier ausgewählt wurden, bis auf die Drums, vielleicht, die sind halt sehr zeitgemäß, trappig ausgewählt, wobei die Kick sehr fett und mit dem Bass schon, ja, so, ja, klingt schon sehr, sehr dick. Also, wieder Thema 2000er, nicht ganz so, aber, ja. Schatz, irgendwann hör ich auf mit den Faxen, doch ich weiß noch nicht wie, ich weiß noch nicht wie. Schönes, sehr weites Space-Piano quasi, das sehr, 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 sehr viel Raum hier hat. Ich weiß noch nicht wie, weiß noch nicht wie, weiß noch nicht wie. Ist halt, weiß noch nicht wie, weiß noch nicht wie. Ich glaube, hier ist es wieder das vom Soundcheck, der Sound ganz kurz unter dem Original, unter der Originalmusik drunter liegt und das deswegen hier einmal so ganz komisch klingt und dann auch so einen kleinen Klack drin hat. Also einen digitalen Soundfehler. Weiß noch nicht wie. Ja, und dann bricht das hier nämlich wieder zurück. Wurde entweder im Schnitt vergessen, richtig nochmal in der Lautstärke anzupassen oder hat man extra gemacht. Finde ich jetzt so fürs Klangerlebnis, wenn man sich das so mal anguckt oder anhört, ist es dann eher nicht fördernd. Aber dann guckt man sich das vielleicht eher dann doch nochmal auf Spotify an. Beziehungsweise hört sich das auf Spotify an. Weiß noch nicht wie, weiß noch nicht wie.
Ne, hier hört ihr den Klack ganz genau. Also es wird lauter erstmal das Piano plötzlich, also so ein bisschen unkontrolliert und dann macht es dann so. Hier sehr interessanter Effekt hier auf den. Ich weiß nicht genau, welches Instrument es ist, aber es macht so. Na, so ein bisschen Tape-Stop-mäßig. Cool. Seriously? Gute, okay. Achso, das ist sein Bier, ne? Also, das ist sein Bier, sagt man ja auch so. Ja, witzig, wäre interessant gewesen, wie es. Schönes Space Piano hier. Das ist wahrscheinlich das Native Instruments. Ah, wie heißt es nochmal? Im Contact Player des Grand. Nee, also dieses ganz Giant. Das Giant, genau, Giant Piano und da wahrscheinlich dann mit einem sehr großen Raumanteil bzw. Space. Ja, sehr cool. Wobei, ja, doch. Ja, doch, klingt schon sehr, 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 sehr danach. Ich hätte noch kurz überlegt, ob es vielleicht Keyscape von Omnisphere ist, aber die haben eher, wenn es da um Reverb geht, klingen die Sachen meistens doch realistischer, muss man sagen. Und bei dem Giant ist es halt das Geile, dass man da so Räume erzeugen kann und so ein bisschen Effekt erzeugen kann, die ja übernatürlich klingen und das macht es dann doch sehr interessant im Sounddesign tatsächlich. Cool, ja, wäre interessant gewesen zu sehen, wie das Musikvideo geworden wäre, wenn alles geklappt hätte, inklusive der Hand. Und vielleicht hätten die davon ja noch Teile reinschneiden können, je nachdem, wie viel die davon gedreht haben. Ja, ich finde die Hook. Nicht so, ich weiß nicht, irgendwie so, nicht so krass, also. Es wiederholt sich einfach zu sehr. Ich finde es nicht so mega eingängig, aber so an sich eine schöne Nummer zwischendurch, sehr entspannt. Finde ich jetzt nicht das Überding von Bowser. Es ist aber so eine entspannte Nummer und ich bin gespannt, was da auf jeden Fall einiges noch kommen wird. Der Beat an sich auf jeden Fall sehr cool. Auch schöne kleine Kniffe zwischendrin, habe ich ja schon erwähnt. Ja, schöne runde Nummer, würde ich sagen. Leute, wenn ihr was mitgenommen habt, wenn ihr was lernen konntet von der Nummer hier, die ich veranstalte mit diesen Videos, dann lasst doch gerne ein Abo da, machen Glöckchen an. Ich schieße auch immer wieder gern Videos zwischendrin rein. Das ist nämlich die Sache, warum es sich lohnt, ein Glöckchen anzumachen. Denn dann bekommt ihr sofort einen Hinweis auf eure Handys, auf entspannt und müsst dann nicht erst gucken und warten, ob ich denn zu dem neuen Release von, weiß nicht, Rin, Shindy, Sido bringt ja gerade auch regelmäßig raus, ein Video gemacht habe, Samra auch und so. Ja. Auf jeden Fall Glöckchen an und sonst alles. Was ihr an Infos braucht, steht unten in der Infobox, in der Beschreibung drin. Lasst gerne einen Daumen da, keine Ahnung. Vergesst alles. Lasst einfach ein Abo da und bis zum nächsten Video.